Hey! Hallo! Bitte! Kann man da klettern? Freilich! Ich würde gerne klettern, bitte! Bist du das erste Mal da? Ich bin das erste Mal da, ja. Brauchst du Schuhe? Bitte, ja. Was für Größe? Pink! Bitte! Perfekt, super, danke! Viel Spaß! Zu klein? Ja. Magst du andere Größe haben? Bitte. Welche? Orange, bitte. Bitte. Super, danke. Die passen auch nicht. Zu groß? Ja. Was hast du für eine Straßenschuhgröße? Blau. Soll ich dir erklären, auf was es wirklich ankommt bei den Kletterschuhen? Ja, bitte. Betreffend Kletterschuhe gibt es viele Mythen und Märchen. Eines ist jedoch sicher. Die Farbe der Kletterschuhe ist irrelevant. Hä? Wie ihr erkennen könnt, ob euch die Kletterschuhe passen, erkläre ich euch jetzt. Ein gängiger Irrglaube, den man oft im Sporthandel hört, ist, dass die Kletterschuhe 2 Nummern kleiner gewählt werden sollen. Das ist falsch. Hä? Wichtig ist, dass die Kletterschuhe passend gewählt werden. Wie ihr erkennen könnt, ob die Kletterschuhe passen, erkläre ich euch jetzt. Wichtig ist, dass ihr mit eurer großen Zehe im unbelasteten Zustand im Kletterschuh so drin seid. Wenn ihr nämlich mit dem Kletterschuh auf einen Tritt steigt, passiert Folgendes. Aufgrund der Vorspannung verteilt sich die Kraft und ihr kommt in eine neutrale Position. Das ist sowohl für die Klettertechnik wichtig, als auch aus physiotherapeutischen Gründen für euer Großzehengrundgelenk. Wenn ihr den Kletterschuh zu klein wählt, seid ihr so. Und wenn ihr auf den Tritt steigt, verhindert die Vorspannung, dass ihr in diese neutrale Position kommt. Und das verursacht Schmerzen. Wenn ihr den Kletterschuh zu groß wählt, passiert Folgendes. Ihr seid am Tritt bereits in einer neutralen Position und sobald ihr Druck ausübt, kommt ihr in eine überstreckte Position. Und das ist schlecht für das Großzehengrundgelenk. Wichtig ist, dass ihr die Kletterschuhe weder zu klein noch zu groß wählt. Es ist völlig normal, dass gerade wenn ihr Anfänger seid, euch die Kletterschuhe am Anfang ein wenig schmerzen. Dieses Problem könnt ihr ganz leicht beheben. Da der Kletterschuh unser Sportgerät ist, habt ihr den auch wirklich nur an, wenn ihr den Sport ausübt. Sobald ihr von der Wand runtergeht auf die Matte oder am Boden seid, ist es wichtig, dass ihr den Kletterschuh sofort auszieht. Damit verhindert ihr unnötige Schmerzen und habt mehr Spaß beim Klettern. Wenn ihr als Anfänger neue Kletterschuhe kauft, ist es wichtig, dass ihr euch überlegt, wollt ihr weiche oder harte Kletterschuhe in Bezug auf die Biegsamkeit des Schuhs. Gerade wenn ihr beginnt zu klettern, ist es oft besser, ihr nehmt härtere Schuhe, da es weniger anstrengend ist für euren Fuß. Ihr müsst euch denken, weichere Schuhe sind zwar präziser, wenn ihr sie klettert, aber ihr müsst diese Weichheit mit eurer Muskulatur kompensieren. Und meistens habt ihr diese Muskulatur gerade, wenn ihr beginnt zu klettern, noch nicht. Wenn ihr diese Tipps berücksichtigt, wird euch der Einstieg ins Klettern leicht fallen. Zum Abschluss noch ein Pro-Tipp. Es ist nicht notwendig, dass ihr, wenn ihr das erste Mal Kletterschuhe kauft, die teuersten nehmt. Gerade diese High-End-Kletterschuhe haben in großen Bereichen eine extra Nase. Das macht es für euch viel schwerer, eine gute Grundtechnik zu lernen. Denn bloß weil Solution draufsteht, heißt das nicht, dass es für euch die Lösung ist. Manchmal ist es besser, wenn ihr einfach eurem Instinkt vertraut. Noch Fragen? Nein. Thank you.
Easy. Es ist völlig egal, wann ihr mit dem Klettern beginnt oder ob ihr Mörder Diners macht oder Plattenschleicher. Das Fundament nahezu jeder guten Klettertechnik ist präzise Beinarbeit. Der Druck gehört auf den Tritt und nicht in den Schuh. Habt auch hier eine gute Schuhstory? Schreibt sie einfach in die Kommentare.